Bonjour, ihr Lieben. Mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Assassin's Creed Revelations. Und irgendwie, ich habe derzeit doch nicht ganz so Bock, dass schon wieder ein Kampf gegen irgendwelche Templer stattfindet. Von daher wollen wir uns doch mal lieber dieses Zeugen entledigen, oder? Was meint ihr? Ich finde, das ist gar keine so schlechte Idee. Von daher mal eben kurz Hallo sagen. So, gleich kommt er hier raus. Ach, leider haben wir es mitbekommen. Ah, so ein Jammer aber auch. Tja, ihr wolltet es ja so. Ihr hättet auch einfach weggehen können. Ich meine, euer Herr ist eh tot, das heißt, der euch bezahlt, ist tot. Ach, ja, mach ruhig. Tja, du wolltest es nicht anders, mein Freund. Du wolltest es nicht anders. Ich hätte dich auch gehen lassen. Naja, passiert. So, dann schnappen wir uns doch mal eben hier das Schätzelein. Und dann sollten wir uns mal um diesen feigen Typen kümmern, der hier angeblich der Vorsteher und Hauptmann ist. Aber naja, wenn er wirklich so feige ist, wie sie sagen. So, einer weniger. Komm schon. So, noch einer weniger, dann kann ich mich hier etwas... Ja, ich kann nur hoffen, dass der Case nicht sofort abhaut deswegen, aber bis jetzt sieht es ja gut aus. Ja, ich liebe den Pfeilhagel und leck mich am Arsch. Dieser Pfeilhagel hat mal eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute auf einmal erledigt. Krass. Na, das hat doch mal gesessen. Wow. Ich glaube, das war der heftigste Pfeilhagel, den ich bis jetzt gesehen habe. Mit Abstand. Gut, wo soll denn hier der Schatz sein? Ist der dort oben vielleicht? Yep, da ist er. Okay, dann schnappen wir uns den mal zuerst und danach steigen wir auf den Turm. Alles hat ja seine Zeit. Hauptsache, der Templer ist schon mal weg. Ah, wow, ich hätte echt nicht gedacht, dass diese Pfeilhagel so krass abgehen können. So, dann mal hochklettern, bevor noch irgendeine Wache uns hier auf den Dächern sehen kann. Und dann fackeln wir den Scheißturm einfach ab. So, perfekt. Damit gehört der Ort also wieder uns. Und hey, ihr beiden, na? Weg sind sie. Tja, weil jetzt gehört die Feste ja auch mir. Ihr verfluchten Diebe, ihr habt mich ruiniert. Ich hoffe, die Janitscharen reißen euch die Augen raus und schlagen eure Hände ab. Signora, was beunruhigt euch? Diese Schurken da. Sie griffen mich zu Hause an und raubten all meinen Besitz. Bitte, helft mir. Aha, die Akrobatin. Eine geschickte junge Frau wird ohne Grund von den Wachen schikaniert. Beschützen Sie sie. Das kriegen wir doch hin. Meine Herren, ich halte nichts von so einem Scheiß, von daher... Und da ist auch schon... Ja, mein Assassino! Und sie machen genau das, was sie tun sollen. Ich verdanke euch bereits mein Leben, Effendim. Doch ich habe noch eine Bitte. Folgt ihr mir? Wohin? In mein Geschäft, wo diese Männer mich zuerst angriffen. Ich fürchte, sie haben alles gestohlen oder zerstört, was ich besaß. Geht vor. Okay. Kriegen wir hin. Na dann. Folgen wir ihr mal. Ja. Ach. Na gut, sie ist eine Akrobatin. Und sie will ja auch eine Assassinin werden. Von daher ist das... Also sie wird eine Assassinin auf jeden Fall. Hat sie ja auf jeden Fall schon mal die besten Voraussetzungen, was das Klettern und so angeht. Aber von der Geschwindigkeit her muss ich sagen, meine Liebe, du bist zwar nicht schlecht, aber... du musst noch ein bisschen was lernen. Sowas zum Beispiel musst du noch lernen. Aber naja. Sie wird lernen. Und sie hat auf jeden Fall schon einen besseren Grundstock als so manch anderer seltsamer Fremder, den ich auf der Straße aufgreife. Von daher. Ja, wo gehst du denn hin? Ich kann deine Richtung nicht ganz erkennen. Okay, jetzt dann doch da lang. Okay. Ach, sie war schon da. Das ging ja fix. Ja, fall ruhig hin. Sie sind noch hier. Ach, das gibt's doch nicht. Verfluchte Diebe, raus aus meinem Geschäft.
So, meine Jungs kommen sofort. Seht ihr? So muss das. Ah, sie sind immer wieder gut. Ihr habt mir sehr geholfen, Effendim. Es tut mir leid, dass ich euch im Gegenzug nur meine Hochachtung bieten kann. Ihr schuldet mir nichts. Doch ihr könntet euer Talent den Assassinen zur Verfügung stellen. Ihr könnt gut klettern und würdet sicher viel dazulernen. Ach, ich danke euch für diese Offerte. Wirklich. Candida hieß sie also, oder Candidi, ich konnte gerade nicht richtig lesen. Ah, schön. Da haben wir also eine weitere in unsere Reihen aufgenommen. Gut, und dort hinten ist schon wieder ein Zeuge. Das wollen wir doch mal eben klären, das Problem, oder? Und er wurde da. Nein, nein, damit habe ich nichts zu tun. Was will er denn machen? Fliehen? Zäh, Feigling. Macht, was ihr wollt, mir ist das egal. Ich verschwinde mal lieber in Ruhe. Und jetzt muss ich nur noch einen so einen Stadtschreier mal eben bestechen und dann sind wir die Tempel auch erstmal wieder los. So, 100 Aktien, mein Freund. Ich bin cool. Und jetzt bin ich auch clean. Perfekt. Schön. Na, das ist aber wirklich mal dreist. Dreist? Was ich schon dreistes erlebt habe, wenn du wüsstest. Wo ist denn dieser Schatz? Irgendwo hier. Ich glaube, dort unten. Ja, sieht ganz danach aus. Ja, da haben wir ihn. Okay. So, her mit der Beute. Perfekt. Und wir können natürlich noch einen weiteren Assassinen jetzt eigentlich beschwören. Und ich habe das Gefühl, dass die Assassinen-Signale sich deutlich schneller befüllen als früher noch. Das geht ja wirklich ratz, ratz, fatz. Oh, oh, da ist wieder ein Bürger, der Hilfe braucht. Aber das reicht nicht gegen uns alle. Es reicht nicht gegen alle, aber gegen ein paar von euch. Ich muss gehen. Schnell. Willst du mal sehen, was meine Jungs alles so können? Sowas können die. Gut, ne? Finde ich auch. Ich lasse meine Leute über die Arbeit machen. Ja, genau. Oh, schickes Schwert hat er da. Großen Zweihänder. Sehr gut. Und da hat unser neuer Anwärter doch direkt mal gesehen, was auf ihn zukommen wird. Gut gemacht, mein Freund, gut gemacht. Kämpft für eine ehrenvolle Sache, Arkadashim. Nicht nur ums Überleben. Wenn ich anderen helfen kann, so wie ihr mir helft, dann könnt ihr auf mich zählen. Normal, Alter. Helfen ist mein Leben. Ich helfe immer gerne. Vor allem, wenn dabei direkt wieder so ein Schatz rausspringt, wie jetzt mal wieder. Und wo soll der sein? Ach, da oben. So, her damit. Sehr gut. Okay, dann machen wir uns mal Richtung Sophia-Mission, ne? Es gibt ja noch ein bisschen was zu tun für uns. Da ist wieder so ein Bombenschatz. Scheiß drauf. Das hier ist schon wieder so ein Gebiet, was ich nicht einsehen kann. Ich glaube, ich sollte mir mal den Aussichtspunkt da hinten schnappen. Sind aber zwei Schätze. Okay, holen wir uns die zuerst. Wenn zwei Schätze so nah nebeneinander sind, werden sie meistens beschützt. Diesmal nicht? Oh. Das ist mal ungewöhnlich. Danke sehr. Und hier haben wir noch ein bisschen mehr. Yeah, 1400. Ah, die Kasse klingelt. Das ist immer wieder gut. So, immer weiter, genau. Und dort hinten ist mit Sicherheit ein... Ach, und hinten liegt auch noch ein Datenfragment. Seht ihr? Es lohnt sich auf jeden Fall, hier ein bisschen rumzumarschieren. Genau, dankeschön. Und immer weiter, immer weiter. Ich hoffe, es ist ein Aussichtspunkt. Ist er gar nicht. Oh, das ist natürlich jetzt leicht kacke. Sehe ich sonst noch irgendwo so ein Datenfragment? Ich sehe zumindest nichts. Von daher... Ach so, oh, ich dachte, ich kann mit dem Fallschirm mal springen. Manno. Ah, immer ist irgendwo ein Heuhaufen in der Nähe. Komisch, dass das mich schon stört, weil es zu oft ist. Egal. Schnappen wir uns halt das Fragment. Und stimmt, ich sollte eigentlich dann mal die Ezio-Mission machen. Ach, Desmond meine ich, Desmond. Vor allem, ich habe jetzt schon die übernächste freigeschaltet, von daher. Ich sollte langsam mal Reise 2 machen. Ich glaube, das mache ich dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, mache ich. So.
Genau, hier entlang, dort hoch. Einmal plündern, bitte. Perfekt. Ist hier denn irgendwo vielleicht auch noch ein, noch eine Templerhochburg? Das kann natürlich sein. Schauen wir doch mal auf der Karte nach. Nee, habe ich befreit. Dann fehlt mir hier also irgendwo ein Aussichtspunkt, definitiv. Okay, schnappen wir uns doch mal den. Ich mag's nicht, wenn die Karte dort, wo ich rumlaufe, so nicht einsehbar ist. Das missfällt mir immer total. Und seht ihr, ist ja direkt in die Ecke. So, jetzt musst du nur noch da hochklettern, bitte. Danke sehr. Was haben wir da? Ach, Bombenteile. Scheiß drauf. Ich hab dafür nicht immer Zeit. So. Und ich sehe dort hinten schon wieder das nächste Fragment. Na also. Gut, jetzt muss ich hier links lang. Und jetzt? Okay, hier von hier aus komme ich nicht weiter. Verstehe. Das schafft er auch nicht. Das schafft er aber. Okay. Das auch nicht. Okay, dann also hier entlang. Ja. Wo geht's denn hier hoch? Zum Teufel. Hä? Ach so, er schafft's doch. Sag das auch gleich. Das schafft er auch wieder nicht. Och, Mann. Dann also hier lang. Yes, jetzt aber. Ja, komm, weiter. Genau, sehr schön. Okay, wenn wir schon mal bis hier hochgekommen sind, dann können wir das auch noch eben plündern. Hagel. Na gut, dann nehmen wir ein bisschen Hagel für mich. Warum nicht? Das ist aber auch einer der größten Türme, oder? Ja, es gehört mir zu den höchsten, auf jeden Fall. Gut, jetzt sehen wir auch endlich mal ein bisschen was. Und wo war jetzt zum Teufel das Fragment, das ich gesehen hatte? So, nehmen wir doch mal den Fallschirm. Ich meine, dafür ist er doch da. Irgendwo hier war das doch. Scheiße, hab ich jetzt... Hoffentlich finde ich es wieder. So, egal. Ich glaube, irgendwo hier war das. Schauen wir mal nach. Ja! Da hab ich sogar mal etwas wiedererkannt. Ist das nicht krass? Und das bei meinen eigentlich furchtbaren Navigationskenntnissen. Wie ihr ja wisst. Ihr wisst ja, wie toll ich bei sowas eigentlich bin. Scheiß auf den Schatz jetzt mal. Ich muss echt mal in die Richtung langsam. Hier sieht aus wie... Du wirst nicht weit kommen. Ach, halt's Maul. So, siehst du, Sache erledigt. Gut, weiter geht's. Gut, die Richtung stimmt immerhin schon mal. Oh, wow. Da ist er mir gerade fast gestorben. Das war ein bisschen unnötig. Aber nur ein bisschen. So, komm her, mein Freund. Klappt nicht. Jetzt werde ich auch noch angerufen. Oha. Das ist dezent schlecht, aber naja, die Folge muss eben noch warten. Peter, ich rufe dich gleich zurück. Bitte. Bitte gedulde dich einen Moment. Ich hoffe, ich kriege deswegen jetzt keine Copyright-Probleme, dass ich dieses doch relativ bekannte Lied im Hintergrund laufen hatte. Aber ich denke, das werde ich wohl überleben. Und ich weiß, die Hauptmission ist in der Nähe, aber ich möchte auf jeden Fall in der Nähe der nächsten Sophia-Mission sein. Weil lieber erst die Nebenmission als die Hauptmission, ne? Ist ja die gute alte Regel. Bei allen Open-World-Spielen eigentlich. Weil man weiß nie, ob Nebenmissionen irgendwann nicht mehr verfügbar sind. Das weiß man eben nie. So, was für ein Timing. Bin eigentlich genau richtig angekommen. Okay, perfekt. Von daher würde ich einfach mal jetzt sagen, ich beende die Folge mal an der Stelle, ruf den lieben Peter an und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Alex. Bis dann!